Hallo, ich bin Anja Perempel und das ist Red Lines. Mein heutiger Gast ist der preisgekrönte Filmemacher, Regisseur und Drehbuchautor Oliver Stone. Wir werden seinen neuesten Dokumentarfilm besprechen, JFK Revisited, Through the Looking Glass. Wenn man einen Präsidenten in den Straßen einer amerikanischen Stadt tötet, sendet das ein Signal. Die Rechte eines jeden Menschen werden beeinträchtigt, wenn die Rechte eines einzigen Menschen bedroht sind. Wenn Amerika wirklich eine demokratische Gesellschaft will, sollten wir diesem dramatischen Verbrechen auf den Grund gehen, das noch immer in der amerikanischen Geschichte nachklingt. Diese Nation wird erst dann völlige Freiheit erlangen, wenn alle ihre Bürger frei sind. Willkommen zurück bei Red Lines, Oliver Stone. Schön, hier zu sein. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Wir haben gerade Ihren Film gesehen und ich muss Sie einfach danach fragen, zumal ich vor kurzem auch Ihren dramatischen Film JFK gesehen habe. Er ist über 3 Stunden lang. Sie haben wirklich große Arbeit geleistet. Der Film kam 1991 heraus. Sie behandeln den Fall JFK auch in Ihrer Serie The Untold History of the United States. Daher bin ich sehr neugierig, warum Sie beschlossen haben, dass es an der Zeit ist, JFK noch einmal aufzugreifen. Der Film sorgte für Aufruhr. Der Kongress verabschiedete ein Gesetz, mit dem das Record Review Board eingerichtet wurde, das viele der Dokumente erneut untersuchte und freigab. Sie konnten nicht alles bearbeiten, dazu waren sie nicht befugt und sie waren durch Zeit und Geld eingeschränkt. Gearbeitet haben sie von 1994 bis 1998 und viele Leute benannt, die ihre Aussagen geändert haben und ähnliches. Die freigegebenen Dokumente sind sehr wichtig und vieles hat sich geändert, wobei alle Ergebnisse von den Medien ignoriert wurden. Das überrascht uns nicht, denn es geht um viele Details, aber genau so löst man diesen Fall. Man geht von Detail zu Detail, so hätte es auch Sherlock Holmes getan. Aber die Amerikaner scheinen nicht die Geduld dafür zu haben. Der Fall ist also breit angelegt. Es gibt eine große Sensationslust bezüglich der Fragen, wer der Täter war oder ob es eine Verschwörung gab oder nicht. Ich meine, es wird albern und diese Fakten waren jahrelang bekannt. 2013 kam dann. Es ist sehr deprimierend zu sehen, dass alle Netzwerke und alle Kabelsendungen die Kennedys in den Hintergrund drücken. Sie gedenken ihnen. Aber sie sprechen nie wirklich über die alternativen Theorien über die Ermordung und über die Gründe für diese. All das ist für mich sehr deprimierend. Deshalb beschloss ich, bevor ich sterbe, versuche ich, etwas aufzuschreiben. Eine Aufzeichnung, ein Vermächtnis, eine Aufzeichnung dessen, was wir durch unseren Film bis jetzt gefunden haben. Und wenn Sie sagen, dass man diesen Fall nur mit Details lösen kann, dann haben Sie das in diesem Dokumentarfilm wirklich getan. Ich empfehle allen Zuschauern, sich den Film anzusehen, wirklich aufmerksam zu sein und sich dann auch den Original-JFK-Film von 1991 anzusehen. Sie haben gerade eine Gastkolumne in The Hollywood Reporter veröffentlicht, in der Sie sowohl Präsident Trump als auch Präsident Biden dafür kritisieren, dass Sie die Freigabe der Kennedy-Akten verzögern. Warum glauben Sie, dass die US-Regierung nach 58 Jahren immer noch nicht bereit ist, sie mit der Öffentlichkeit zu teilen? Natürlich sind inzwischen alle verstorben, aber es gibt offensichtlich einige Details, die wichtig sind. Vor allem, dass die CIA nie kooperiert hat. Sie blockierten den Fall von Anfang an. Sie haben die Warren-Kommission behindert, weil Alan Dulles, der in diesem Gremium saß, ihnen sagte, was sie tun sollten und wie sie all das vermeiden konnten. Und dann, Jahre später, haben sie das House Select Assassinations Committee behindert. Wir bringen die Tatsache ans Licht, dass George Joannidis, einer der Agenten, der mit dem Ausschuss zusammenarbeiten sollte, an dem ursprünglichen Fall gearbeitet hat. Das ist die Sache, George Joannidis, und dann haben sie das Assassination Records Review Board hingehalten. Und Thunheim erklärt, was in einigen dieser Fälle... Es gab keine Zusammenarbeit. Was wir brauchten, ist die Herausgabe von Akten über einige der Agenten, die mit dem Fall zu tun haben, wie David Attlee Phillips, William Harvey und George Joannidis. Es gibt dort eine Menge Informationen, aber wer weiß, wo sie sind. Akten sind wichtig, aber natürlich kann man Akten schreddern, man kann Akten verlieren. Der Geheimdienst hat mit Sicherheit Akten vernichtet. Der Ausschuss hat ihn 1995 speziell um Akten über die Attentatsplanung in Tampa und Chicago gebeten. Und der Geheimdienst hat diese Akten vernichtet. Das ist eine illegale Handlung und sie sind ungestraft geblieben.
Wie lautet die Frage? Ich habe mich etwas verzettelt. Es tut mir leid. Warum wollen Sie nicht, dass die Wahrheit jetzt herauskommt? Ich meine, ich gehe davon aus, dass es, auch wenn Sie meinen, dass alle Beteiligten gestorben sind, Auswirkungen auf die Art und Weise haben würde, wie wir unsere Regierung und ihre Arbeit wahrnehmen. Der Punkt ist, wenn man den Amerikanern zeigen kann, dass es 1963 einen Staatsstreich gab, dass man ihnen die Demokratie genommen hat, während John Kennedy eine völlig neue Richtung verfolgte. Das ist es, was die Leute übersehen. Deshalb wurde er umgebracht. Er wurde nicht wegen irgendeines belanglosen Unsinns umgebracht. Er wurde getötet, weil er einen Wandel herbeiführte. Und das ist es, was in diesem Fall wichtig ist. Und ich werde darauf eingehen, was. Es ist eine Frage unserer Regierung und der Menschen. Schauen Sie, was ist seit Jacks Tod passiert? All diese Präsidenten, nicht einer von ihnen war in der Lage, gegen den militärisch-industriellen Komplex vorzugehen oder Fragen an die Geheimdienste zu stellen. Sie werden finanziert. Sie arbeiten weiter. Sie sind eigenständig. Sie sind autonome Arme der Regierung. Sie tun, was sie wollen, und sie tun es, wie sie es wollen, und niemand kann sie überwachen und niemand kann sie aufhalten. Und ich denke, der Mord an Kennedy war fast eine Warnung an jeden anderen Präsidenten, nicht zu weit zu gehen. Erinnern Sie sich, als Trump mit seinen Angriffen auf das FBI und die CIA in Schwierigkeiten geriet? Das war ein Beispiel dafür, dass er zu weit ging. Und dann erklärte Schumer, dass man besser vorsichtig sein sollte. Sie können ihn auf jede erdenkliche Art und Weise erreichen. Sie nehmen es mit den Geheimdiensten auf. Die haben jede Menge Möglichkeiten, es ihnen zu vergelten. Selbst für einen praktisch veranlagten, angeblich hartnäckigen Geschäftsmann ist es also wirklich töricht, dies zu tun. Und Trump wurde natürlich in einer Reihe von Widersprüchen begraben. Die Geheimdienste haben viel zu seinem Untergang beigetragen oder zu seinem populären Niedergang. Letztes Jahr habe ich Sie zu Ihren Memoiren Chasing the Light interviewt, die man ebenfalls lesen sollte, wenn man sie noch nicht gelesen hat. Darin schreiben Sie über Ihre Erfahrungen als Soldat im Vietnamkrieg und Ihr Erwachsenwerden in den 60er Jahren. Welche Bedeutung hat Kennedy für Ihre Generation? Nun, ich möchte nicht zu... Wissen Sie, als er starb, wusste ich nichts über den Fall. Ich folgte den üblichen konventionellen Gedanken, zumindest bis 1988. Es gab eine enorme Protestwelle, obwohl Mark Lane und ein Dutzend anderer Wissenschaftler, Bürger ohne Einkommen oder einfach nur Interesse halber, sehr weit gegangen sind. Es gab viele Proteste und die Warren-Kommission geriet 1967 in Aufruhr. Natürlich gab es viele Intellektuelle oder die amerikanischen Machthaber, die diese Sache in Frage stellten, und das war gut so. People of power were questioning this thing, and it was a good thing, and unfortunately. Leider gibt es hier einen Widerspruch. Der Prozess von Jim Garrison in New Orleans, der den öffentlichen Fall gegen die Mörder einleitete, zerfiel ohne ausreichende Beweise. Der Prozess von Garrison hat die Sache zurückgeworfen und danach, in den 70er Jahren, dauerte es noch etwa 10 Jahre, bis das House-Komitee wieder aktiv wurde. Es gab eine zweite Untersuchung, die ebenfalls vereitelt wurde und deren Akten als geheim eingestuft wurden. Denken Sie daran, dass man zu dem Schluss kam, dass eine Verschwörung bestand. Aber wir haben diese Akten nie gesehen. Diese Teile der Akten sind freigegeben worden. Aber mit anderen Worten, jede Untersuchung wurde zum Scheitern gebracht. Nun, er vertrat sicherlich Idealismus. Eine neue Welt, vor allem in Bezug auf die Bürgerrechte, die ignoriert wurden. Er hat sehr hart für die Gleichberechtigung im Süden gekämpft. Dadurch, dass er sich mit dem Gouverneur von Alabama und dem Gouverneur von Mississippi auseinandersetzte, verlor er viele Wählerstimmen im Süden. Er schickte Truppen dorthin, um 2 Colleges zu integrieren. Damals war das eine bedeutende Angelegenheit und am Ende des Dokumentarfilms sagt George Wallace, dass er für den Süden verloren sei. Der Gouverneur von Alabama sagt, er sei für den Süden verloren und im Herbst würden wir Kennedy beseitigen. Und genau das passierte im Herbst. Sie beseitigten Kennedy. Und er stand für Hoffnung. Und natürlich, das habe ich noch nicht erwähnt, war er unerbitterlich gegen den Vietnamkrieg. Ich wurde viel kritisiert, weil ich das 1991 gesagt habe. Aber es geht aus den uns vorliegenden Akten hervor, ohne Zweifel freigegeben. Robert McNamara hat diese Schlussfolgerung unterstützt. Er war Verteidigungsminister. In seinem Buch, das nach meinem Film herauskam, sagte er, dass Kennedy Vietnam verlassen würde. Sieg oder Niederlage, das machte er sehr deutlich. Und genau das, was Sie vorhin sagten, vermissen die Leute bei Kennedy. Und ich denke, dass ich das besonders bei Diskussionen mit Personen aus meiner Generation feststelle. Sie haben diese Art von vereinfachter Sichtweise auf ihn, in der sie sagen, oh, er war ein Imperialist, er hat den Vietnamkrieg ausgeweitet. Er beaufsichtigte die Invasion in der Schweinebucht. Warum sollten die Geheimdienste ihn loswerden wollen? Was sagen Sie diesen Leuten?
community want to get rid of him. What do you say to people? Really, really quickly. I know you're interested in Latin America. Okay, lassen Sie uns noch einmal kurz zurückblicken. Ich weiß, dass Sie sich für lateinamerikanische Themen interessieren, aber er wollte nicht in Vietnam einmarschieren. Seine Logik war, Kuba nicht anzugreifen. Das war der Plan. Eisenhower hat das in die Wege geleitet. In der Schweinebucht soll er unter Druck nachgegeben und tatsächlich amerikanische Truppen befohlen haben, was er aber nie tat. Damit hat er sich eine Menge Feinde gemacht. Er zerstörte das Vertrauen des Militärs und der CIA. Sie waren bereit, in Kuba einzumarschieren. Es ist sehr wichtig, dies zu erkennen. Aber wenn er keine Truppen nach Vietnam geschickt hat, warum würden sie sie dann nach Kuba schicken? Er weigerte sich, Truppen zu schicken. Und das war im Wesentlichen der Grund, warum er getötet wurde. Und 1962, so geht die Geschichte weiter, war die Angelegenheit bezüglich der Schweinebucht noch nicht vorbei. Im Oktober 1962 wurde die Krise erneut ausgelöst und das Militär war bereit zur Invasion. Sie waren das ganze Jahr 1962 über bereit zur Invasion. Sie wollten einmarschieren. Die Welt steht am Rande eines Atomkriegs mit Russland. Und Kennedy ist fest entschlossen, keine amerikanischen Truppen nach Kuba zu schicken. Das wäre im Übrigen auch nicht einfach gewesen. Leute, die die Situation analysiert haben, sagen, es wäre ein Chaos gewesen, wenn er das getan hätte. Und es wäre ähnlich wie die Situation im Irak gewesen. Aber wie dem auch sei, er blieb bei seiner Haltung. Ich werde kein Kriegspräsident sein. Ich bin ein Friedenspräsident und er hat für den Frieden gekämpft. Das ist es, was er war. Er war kein Imperialist. Er hatte Truppen in Vietnam. Er hatte Berater in Vietnam, weil er... Der springende Punkt in Amerika. 1960 musste man gewählt werden. Um gewählt zu werden, musste man ein kalter Krieger sein. Das musste man sein. Es gab keine andere Wahl. Aber er wurde im Laufe seiner 3 Jahre zu einem Krieger für den Frieden. Und das ist es, was die Menschen aus ihrer Generation verstehen müssen. Yeah, I remember reading in the book. Ja, ich erinnere mich, in dem Buch JFK and the Unspeakable gelesen zu haben, dass der Geheimdienst tatsächlich einen Plan hatte, die Schweinebucht in einer Operation unter falscher Flagge voranzutreiben, für den Fall, dass Kennedy die Operation verhindern würde, weil sie so besorgt darüber waren, dass er einfach Nein sagen würde, weil er die Situation anders einschätzte. Mir ist aufgefallen, dass Sie Ihren Film mit Kennedys Rede an der American University beginnen, in der er sich als Friedenspräsident definiert. Und das geht bei den Menschen meiner Generation definitiv verloren. Und das ist das wichtigste Thema der Welt. Frieden. Welche Art von Frieden meine ich und welche Art von Frieden suchen wir? Nicht eine Pax Americana, der Welt aufgezwungen durch amerikanische Kriegswaffen. Nicht den Frieden im Grab oder der Sicherheit des Sklaven. Ich spreche von echtem Frieden. Die Art von Frieden, die das Leben auf der Erde lebenswert macht. Es ist die Art von Frieden, die es Menschen und Nationen ermöglicht, zu wachsen und zu hoffen und ein besseres Leben für ihre Kinder aufzubauen. Nicht nur Frieden für die Amerikaner, sondern Frieden für alle Männer und Frauen. Nicht nur Frieden in unserer Zeit, der Frieden für alle Zeiten. Ich möchte gern auf etwas hinweisen, das ich in den Memoiren von Andrei Gromyko gelesen habe, der während des Kalten Krieges 30 Jahre lang Außenminister der Sowjetunion war und in denen er sehr anerkennend über Kennedy schreibt. Und er sagte, dass der Außenminister ihm zu diesem Zeitpunkt, das war im September 1963, sagte, dass Kennedy einen Truppenabzug erwäge. Er wollte einen Rückzug anstreben, US-Truppen in Europa, das ist... In Europe. Er überlegte nicht. Er erteilte einen Befehl. Das stand in einem Dokument und wurde durch McNamaras Memoiren bestätigt. Außerdem gibt es freigegebene Akten aus dem Jahr 1963, Mai 1963, was bedeutet, dass McNamara bis Ende 1963 1000 Männer abziehen würde. Und das sind Einheiten, keine Männer. Und außerdem sollte sich bis 1965 zurückgezogen werden. McNamara zieht sich komplett zurück, wie übrigens auch McGeorge Bundy, sein nationaler Sicherheitsberater. Ich wurde in dieser Angelegenheit sehr angegriffen, aber ich muss sagen, dass es Dutzende von Leute gibt, die sich seitdem dazu geäußert haben. Und er war eindeutig dabei, sich aus Vietnam zurückzuziehen. Als er mitspielen musste, weil er sich nicht zurückziehen konnte, als er dies tat, war er verwundbar. Die Wahl stand bevor. Eigentlich wollte er die NATO-Truppen aus Europa abziehen. Auch der Druck auf die Sowjetunion sollte verringert werden. Mit dem Vorstand wollte er eine Entspannung mit Khrushchev erreichen. Vergessen Sie Gromyko. Gromyko ist gut, aber Khrushchev selbst sagte, dass er Kennedys Tod betrauerte, wie Castro es tat, wie de Gaulle es tat. Denn sie sahen in ihm einen Mann, der Frieden schließen konnte. Er war kein kalter Krieger, keiner dieser Washingtoner Falken. Damals waren alle Falken, denn wir verfügten über nukleare Fähigkeiten, die weit über denen der Russen lagen, und wir wussten das. Und sie wollten sie nutzen.
Sie wollten Russland bombardieren, die Sache hinter sich bringen. Erinnern Sie sich an Dr. Strangelove? Das war die Mentalität. Wir müssen sie jetzt loswerden, denn werden wir es nicht tun, wenn wir sie am Leben lassen, werden sie zu einer noch größeren Macht heranwachsen und uns ebenbürtig sein. Und das geschah in den 1970er Jahren, bis zu einem gewissen Grad. Und das war es, was Reagan dazu motivierte, ein solcher kalter Krieger zu werden. Und Kennedy. Lassen Sie mich etwas zu Ihrer Aussage bemerken. Nichts über diese Operation unter falscher Flagge zu wissen. Aber ich weiß dies. Deklassierte Akten aus meinem Film enthüllten, dass es eine große Operation unter falscher Flagge namens Operation Northwoods gab, die sie Kennedy präsentierten, um ein Flugzeug mit Menschen an Bord in die Luft zu jagen, damit Amerika auf verschiedene Weise attackiert werden konnte, wie zum Beispiel 2001, und um diese Wut gegen Kuba zu erzeugen. Sie haben alle möglichen Mittel gegen Kuba eingesetzt. Kennedy verwarf den Plan, weil er ihn für lächerlich hielt. Er hielt diese Leute für verrückt. Sie haben bereits öffentlich über die Schwierigkeiten gesprochen, die Sie hatten, einen US-Vertrieb für den Film zu finden. Können Sie darüber etwas sagen? Sicher. Wir konnten auch keine Finanzierung für den Film finden. Sie kam schließlich aus England. Es war eine Firma namens Ingenious, eine sehr neue Firma, die uns trotz vieler Schwierigkeiten immer unterstützt hat. Wir haben den Film dieses Jahr in Cannes bei den Filmfestspielen gezeigt. Wir haben ihn in Deauville gezeigt. Wir haben ihn in Rom gezeigt. Großartige Reaktionen. Wir haben ihn sofort in 10, 11 Ländern verkauft. Nichts aus Amerika. Also hatten wir hier ein Problem. Wer würde so etwas vertreiben? Früher hatte ich das Glück, Warner Brothers zu gewinnen, denn ich befand mich in einer anderen Position. Jetzt ist die Situation eine andere. Seit 2001 ist das Land viel konservativer geworden. Und schließlich kam Showtime auf mich zu und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist eine Chance. Wir haben also eine Plattform in Amerika. Nein, die großen Medien haben den Film nicht einmal kommentiert, bis auf einen Angriff im Rolling Stone, aber keine der bedeutenden Medien. No major media. That Do you find that in the Haben Sie das in Europa erlebt? Es gibt mehr Akzeptanz für dieses Narrativ dort. Yes, because they know. Ja, da sie Bescheid wissen. Ich denke, die Franzosen wissen ganz sicher, dass etwas passiert ist. Die Deutschen sind nicht dumm. Sie sind seit Jahrhunderten bewandert. Man muss schon eine gewisse Naivität besitzen, um zu glauben, dass ein Mann allein, der kein Motiv hat, den Präsidenten mit 3 Schüssen aus so großer Entfernung von hinten töten würde. Es ist einfach so verrückt. Es ist einfach unmöglich. Das ist unmöglich für jeden Scharfschützen, geschweige denn für einen mittelmäßigen Schützen. Es ist absolut unmöglich, die offizielle Darstellung zu glauben, nachdem man ihren ersten Film gesehen hat. Aber in diesem Film sollen, wie Sie sagen, wie ich schon sagte, die mikroskopisch kleinen Details all der Menschen gezeigt werden, die als Zeugen an dem Fall beteiligt waren und vor den verschiedenen Ermittlungsbehörden aussagten. So, just to wrap, what do you hope people? Was erhoffen Sie sich, dass man aus diesem Film mitnimmt? Für mich ist JFK einer der meistdiskutierten Präsidenten aller Zeiten. Er ist einer der Namen, die wir in der amerikanischen Geschichte am häufigsten hören. Und doch denke ich, dass er einer der am meisten missverstanden. Das ist richtig. Es ist schade, denn ich denke, die besten zu lesenden Bücher sind James Douglas, JFK and the Unspeakable und David Talbot's Brothers, ein großartiges Buch aus dem Jahr 2007. Und Sie können auch Talbot's andere Werke lesen. Aber es gibt viele Leute, die darüber geschrieben haben. Historiker sind noch nicht dazu gekommen. Sie sind langsam. Sie denken, dass Lyndon Johnson, die Politik von Kennedy fortgesetzt hat. Aber außer bei den Bürgerrechten in allen Fällen, in denen es um das Ausland ging, war es das Gegenteil. Um 180 Grad entgegengesetzt kehrte er zu den alten Vorgehensweisen von John Foster Dulles und Eisenhower zurück. Das ist also eines der Dinge, die die Leute mitnehmen können. Machen Sie sich mit der Geschichte vertraut, denn wenn Sie keinen Sinn für die amerikanische Geschichte haben, werden Sie nicht verstehen, wo wir uns derzeit befinden. Die Menschen sind verwirrt von diesem ganzen Aufruhr. Alles ist aus den Fugen geraten und sie wissen nicht, woher das kommt. Man muss bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen und wissen, welche Politik Amerika nach diesem Krieg verfolgte und wie wir zu einem Staat der nationalen Sicherheit wurden und warum wir unsere Wirtschaft militarisiert haben. Das ist alles sehr wichtig. Und Kennedy ist das Herzstück davon. Wenn Sie also wissen wollen, was heute vor sich geht, schauen Sie in die Vergangenheit und finden Sie es heraus. Das ist in etwa das, was ich dazu zu sagen habe.
Sie sagen, es war ein Staatsstreich und das stimmt auch. Von diesem Moment an war alles anders. Und Kennedy selbst war einzigartig positioniert für diese Aufgabe. Als Aristokrat fühlte er sich in seinem Rang wohl. Er musste den Leuten, die unsere Regierung kontrollieren, nichts beweisen. Und das machte ihn zu einer Bedrohung. Und ich glaube, die Leute verstehen das einfach nicht. Wie Franklin D. Roosevelt war auch er ein Verräter an seiner Klasse. Roosevelt wurde von den Eliten gehasst, so auch Kennedy. Kennedy war auch ein Kämpfer. Er war im Zweiten Weltkrieg und leistete Heldentaten. Er hatte also keine. Er wurde im Stich gelassen, richtig? Er schaute nicht zu diesen Generälen auf, als wüssten sie alles. Bei jedem neuen Präsidenten gilt, das Militär ist großartig. Sie wissen, was sie tun. Das tun sie nicht. Und das sagte Kennedy auch. Man kann diesen Generälen nicht trauen. Sie sind ein Haufen Idioten. Er wäre fast gestorben. Er befand sich mitten im Ozean und musste, glaube ich, schwimmen und zwei seiner Kameraden auf eine Insel mitnehmen. Ich erinnere mich an eine verrückte Überlebensgeschichte, von der ich gelesen habe. Es war eine lange Tortur, aber er kannte den Krieg und er kannte den Schmerz genau. Er lebte sein ganzes Leben lang mit Schmerzen. Das war eine unglaubliche Geschichte. Je mehr man über ihn weiß, desto mehr bewundert man ihn. Aber es gibt eine Menge Leute, deren Aufgabe es ist, davon abzulenken, weil er gefährlich ist. Er ist eine Gefahr. Jeder Reformer, der versucht, so zu handeln, wird zu einer gefährlichen Figur für bestimmte Leute. Nun, Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet. Ich denke, Sie haben die Art und Weise, wie die Menschen über JFK denken, grundlegend verändert. Ihr erster Film hat eindeutig zu tatsächlichen Anhörungen und Veränderungen in der Politik der US-Regierung geführt. Hoffentlich wird dies ein Anstoß sein, den wir brauchen, um die letzten Akten zu bekommen. Aber die Menschen müssen den Film sehen. Er läuft auf Showtime. Vielleicht kommt er im Januar etwas umfangreicher heraus, aber im Moment ist Showtime die einzige Möglichkeit, ihn zu sehen. Das Abonnement lohnt sich. Und sehen Sie sich auch JFK von 1991 an. Das ist ein großartiger Film. Ich weiß Ihre Zeit wirklich zu schätzen und würdige die ganze Arbeit, die Sie geleistet haben, um die Wahrheit über das Kennedy-Attentat ans Licht zu bringen. Thank you, ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie. Machen Sie weiter mit Ihrer Arbeit in Lateinamerika. Dies sind die Bausteine, die unsere Organisation ausmachen und die Ziele, die wir erreichen wollen. Um unseren Journalismus bis 2022 fortzusetzen und diese grundlegenden Werte zu verwirklichen, benötigen wir 1.000 Unterstützer in unserer Crowdfunding-Kampagne, die monatlich nur 5 Euro oder Dollar über einen Dauerauftrag spenden. Im Moment haben wir nur 200 Unterstützer und sind nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu machen. Unsere Zukunft liegt in Ihren Händen. Stärken Sie den unabhängigen Journalismus und werden Sie Teil eines sinnvollen Wandels.